Ja, also bei meinem Thema geht es nicht direkt ums Impfen, sondern eher um die Thematik, wie es im internationalen Sportbereich und vermutlich auch in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens aussieht. Und da natürlich als Sportlerin habe ich hautnah miterlebt, wie es meinen Kolleginnen vor allem letztes Jahr, zum Teil sogar noch in diesem Jahr ergeht, da zum Beispiel russische Kolleginnen oder chinesische Kolleginnen oder eben Leute aus Kasachstan oder aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion gar keine Chance haben, den richtigen Impfstoff zu bekommen, um dann die Erlaubnis zu bekommen, in Deutschland oder in anderen EU-Staaten, Australien oder USA, überhaupt am Spielbetrieb teilzunehmen. Und das wiederum führt dazu, dass mittlerweile jetzt international viele Wettbewerbe dadurch nicht mehr in der Stärke und was die besten Sportler des Landes angeht, durchgeführt werden. Und meines Erachtens macht eben diese Politik, weil sie eben so einspurig in einigen Ländern ist, den Sportbetrieb und natürlich auch den Gedanken des Sports, die Vereinigung von vielen Ländern, Kulturen und Religionen komplett kaputt. Da geht es ja um Teilnahmefreiheit, also eigentlich auch ein wichtiger Grundsatz. Ich frage mich da, und da würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen, ob wir da nicht weltweit jetzt vielleicht auch mal eine Art von neuer Diskurs und Regelung brauchen, wie wir mit Hierarchien umgehen, wie wir mit den verschiedenen Kategorien umgehen, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Denn da müssen sich ja Regierungen drüber austauschen, da müssen sich Gesundheitsministerien austauschen. Das braucht ja eine ganz andere Art von Struktur. Und natürlich sollte eigentlich das Ziel sein, von Bürokratie runterzukommen und weniger Struktur einzuziehen als jetzt noch mehr. Andererseits muss es natürlich irgendwelche Mechanismen geben, die man jetzt einführt, damit man sich da neu verständigen kann. Und Ihr Beispiel ist ja eigentlich das Beste, dass wir das jetzt brauchen. Das liegt ja auf der Hand. Wie sehen Sie das? Natürlich brauchen wir das und na klar liegt das auf der Hand. Und es gibt ja solche Strukturen. Das ist dann die Struktur innerhalb der EU und in Australien und Amerika, wo man halt mit dem falschen Impfstoff oder mit dem falschen Land, wo man dann den richtigen Impfstoff verimpft bekommt, halt nicht teilnehmen kann. Und da müsste es eine Korrespondenz zwischen allen Ländern dieser Welt geben. Und alleine schon durch die politische Lage, in der wir jetzt sind, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Das Witzige für mich an der Stelle ist, dass zum Beispiel jetzt in meinem Bereich die internationalen Wettkämpfe in der ehemaligen Sowjetunion, also in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion im Osten, für jeden Sportler möglich sind, aber im Vergleich dazu in der EU, als auch in Australien und in Amerika, es eben nicht möglich ist. Das heißt, diese drei Gruppen von Ländern sind die einzigen, die da wirklich Barrieren schaffen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade dafür, dass wir eben in einem Land mit Grundrechten, mit Freiheitsrechten und so groß geworden sind. Aber was meinen Sie, was sind die sozusagen die Hemmschuhe oder wo geht es eigentlich los? Ist es das Geld oder sind es die ideologischen Hintergründe? Sind es sozusagen die politischen Strukturen? Was ist da eigentlich entscheidend? Also ich vermute, dass es politische Sachen sind, weil für mich ist es unlogisch, dass man jetzt hier sagt, zum Beispiel in Deutschland, naja, Sputnik oder Sinovac schützt nicht so sehr. Deswegen ist es klar, dass die Leute, die eben mit diesem Impfstoff geimpft wurden, eine Gefahr darstellen, am Spielbetrieb in Deutschland teilzunehmen, wenn eben in den Ländern wie zum Beispiel Russland oder China die Länder dann davon überzeugt sind, dass Sputnik als auch Sinovac gute Impfstoffe sind, die gegen Corona schützen, dann haben wir ja verschiedene Sichtweisen und dann ist es für mich schwer zu verstehen, warum diese eine Sichtweise dann alle anderen ausgrenzt. Paul, kannst du das nachvollziehen, warum es nicht dann erlaubt ist oder nicht angesehen ist, beispielsweise mit Sputnik geimpft zu sein? Ja, das ist eine interessante Frage, weil natürlich in der Ukraine, wo ich gerade bin, ein Impfstoff wie Sputnik noch einmal eine ganz andere emotionale Aufladung hat, nämlich weil dieser in Russland produziert worden ist und das Ganze hier natürlich zwischen den beiden Ländern hoch emotional diese Debatte geführt wird. Aber ich möchte es nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, denn ich habe gerade darüber nachgedacht, als ihr über Corona geredet habt, wie wenig ich eigentlich in den letzten Wochen über Corona nachgedacht habe, weil ich in einem Land bin, das größere Probleme hat, nämlich vor einem Krieg steht oder in einem Krieg steht und wie weit Corona plötzlich keine Rolle mehr spielt, aber es dann auch gar kein Thema mehr ist und es irgendwie auch nicht so richtig so aussieht, als würde diese Gesellschaft in der Ukraine zumindest momentan von Corona wahnsinnig heimgesucht. Ich habe da jetzt keine Zahlen oder Statistiken zu, weil da auch weniger getestet, weniger geimpft und so weiter wird. Aber das ist mir schon in vielen Krisenländern so gegangen, in die ich gereist bin, während der Corona-Zeit, unter anderem auch in Afghanistan.
dass plötzlich, wenn etwas wichtiger wird als Corona, das Thema plötzlich wie weggeflogen ist. Und ich kann euch sagen, es tut eigentlich ganz gut, auch wenn es hier ein noch viel drängenderes und schwierigeres Thema gibt. Herr Gross, wie schaffen wir es, dass es auch in Deutschland wegfliegt? Da sind Sie jetzt eigentlich wieder einer Meinung, dass es wegfliegen muss. Es muss wegfliegen. Und wir erleben, Paul Ronsheimer hat es gesagt, dass sehr viele Menschen Verständnis hätten für Maßnahmen. Das wäre in Umfragen ausgedrückt. Wir erleben, dass nach 24 Monaten sehr viele Menschen sich an die Unfreiheit gewöhnt haben. Und wir erleben vor allem, dass ältere Generationen sagen, bitte behaltet die Maßnahmen bei, weil sie sich vor dem Virus so fürchten. Ich sage, die Gesellschaft ist von einer Herr Gross, mein Zeitmanagement ist furchtbar. Wir sind am Ende angekommen. Ich kann es nicht.